Marxvorstadt, mitten im Herz der bayerischen Landeshauptstadt München. In diesem ehemaligen Druckereigebäude trainieren seit 2009 die Sportler des Boxwerks. Die meisten der 350 Mitglieder sind Breitensportler. Einige von ihnen treten aber auch in Wettkämpfen an. Nick Trachte ist Gründer und Geschäftsführer des Gym. Zudem arbeitet er als Trainer. Für ihn ist Boxen mehr als eine Sportart. Über die Leistung, die du bringst und über die Disziplin, wie du trainierst und wie du den Respekt den du den anderen Boxern gegenüber gibst und den wieder zurückkriegst, qualifizierst du dich eben. Und das finde ich das Schöne und das Ehrliche am Boxsport. Andreas Selak ist ebenfalls Trainer. Er ist Mitgründer des Boxwerk-internen Amateurvereins und arbeitet zudem als Headcoach der Wettkampfboxer. Wie sein Chef sieht er im Boxsport nicht nur eine körperliche, sondern auch eine geistige Herausforderung. Im Boxen ist zum Beispiel einer der so sehr, sehr wichtigen Faktoren ist die Psyche, wo viele, viele Leute das nicht so wissen. Und da entscheidet sich viel im Kopf, weil Boxen ist nicht nur Trainieren, sondern auch wirklich spielt sich hier oben alles ab. Wir haben zu dem Boxwerk haben wir noch einen Verein gegründet vor 1,5 Jahren. Und der Verein wird jetzt sozusagen aufgebaut und wir starten auf Meisterschaften. Die letzte Meisterschaft sehr, sehr erfolgreich. Athleten des Faust Zweikampf e.V. nehmen an überregionalen Meisterschaften teil. Mit großem Erfolg. Bei den Oberbayerischen Meisterschaften 2013 holten sie 3 Titel ins Boxwerk. Nick Trachte bringt seine Mitglieder den Boxsport näher. Ohne Schnörkel. Das Werk drückt eigentlich auch nochmal aus. Auf der einen Seite grob, es geht auch grob zur Sache, aber es ist jetzt und nicht so schickimicki-mäßig oder zugeschleckt. Nick Trachte fordert Sozialkompetenz von seinen Boxern. Ja, Muhammad Ali hat mal was ganz Schönes gesagt. Er sagt, ich habe nie gegen jemanden, sondern immer nur für etwas gekämpft. Und das ist so eine Aussage, die ich mit dem Greatest of All Time eigentlich genauso teilen kann. Boxen ist Verantwortung. Das Motto des Boxwerks? Respect. Give it and get it. Jemanden respektieren und Selbstrespekt erfahren.